Rote Faust geballt in der Stadt, in der Hauptstadt, in der letzten Stadt des Blumenkranzscheusers. Beim letzten Livestream sind wir richtig weit gekommen. Bei der letzten Ministaffel für die YouTube-Zuschauer live aufgezeichnet des Gallien Let's Plays. Ganz weit gekommen. Seinerzeit war ich ganz alleine. Matzo Mannix musste leider abbrechen, war zu Beginn kurz dabei. Internetprobleme bei ihm, jetzt aus Hamburg wieder mit dabei. Unser Matzo Mannix. Hallo zusammen, viele Grüße. Endlich wieder Ziff, endlich wieder die Gallier. Vielen Dank für eure sehr, sehr lieben Kommentare. WB, du schaffst das ohne Matze nicht, die Welt geht unter. Es hat ja anscheinend doch geklappt, aber ich will nicht verhehlen, dass ich trotzdem sehr froh bin, dass du wieder mit dabei bist, weil es gibt, erstens ist es immer schön, wenn man jemand hat zum drüber quatschen und nachdenken, und zum zweiten ist es auch fein, wenn das jemand an der Seite ist, der das Spiel wirklich sehr gut kennt. Zwei große Herausforderungen hatten wir, die eine haben wir gelöst. Die eine war die, ob wir ein goldenes Zeitalter bekommen. Das haben wir geschafft. Also in drei Runden ist Zeitalterwechselpunkte reichend. Da können wir stolz drauf sein. Viele Leute haben geunkt und teilweise ganz laut geunkt. WB, das geht nie und nimmer gut. Du brauchst eine Wegwerfstätte. Haben wir es ein Zeichen von WB hat eine Ratte ab und hat keine Ahnung von Civ 6 gewertet, dass wir keine Wegwerfstätte gebaut haben. Wobei ich fairerweise sagen muss, die Idee dieser Wegwerfstätte kam unter anderem auch von mir und Matze Mannix hat es mir ausgeredet. Insofern alles gut. Deshalb kann Matze da noch stolzer drauf sein als ich, dass wir trotzig wie wir waren auf das Konzept Wegwerfstätte verzichtet haben. Ich erkläre das jetzt mal nicht, falls ihr das noch nicht wusstet. Das führt vom Thema ab. Zweite große Herausforderung, die wir haben, das ist natürlich, dass wir das Blumenkranzscheusal ausschalten. Das ist jetzt nicht mehr ganz so kritisch, weil die große Gefahr des Blumenkranzscheusals, also von Enore von Aquitanien, Britannien und ich habe ein Zahnpasta-Lächeln und du nicht, besteht ja darin, dass man, wenn man in diesem Modus ein dunkles Zeitalter hat, im Modus dramatische Zeitalter, das wir spielen, dann kippen ja 40% auf dem Schwierigkeitsgrad Gottheit unserer Städte, des Spielers, beim Epochenwechsel weg und werden frei. Und sie hat halt die Eigenart, wenn eine Stadt in ihrer Nähe frei wird, wo sie den Mehrheitsdruck ausübt auf die Stadt, dann gehört die Stadt sofort ihr. Die flippt augenblicklich zu ihr. Und wir haben mit ihr einen Krieg, wir haben bis auf diese letzte Stadt hier alle genommen, die können wir militärisch nicht einnehmen, die ist so gut eingebunkert hinter ihren dicken Renaissance-Mauern. Und wenn das jetzt schiefgegangen wäre mit dem dunklen Zeitalter und mit dem goldenen, wenn wir ein Dark Age bekommen hätten, dann hätte es sein können, dass sie uns alle Städte wieder wegnimmt in der Nähe. Insofern hatten wir echt Glück, weil die zweite Strategie, die wir probiert haben, Spione hinzuschicken und durch Loyalitätsdruck Manchester zu nehmen und als Doppelstrategie Loyalitätsdruck auszubauen durch die Neustadt Globulix und ihre vielen Bürger und die vielen Bürger in London und das Projekt dort Hilfeleistung, das gekoppelt mit dieser Regierungskarten extra Loyalitätsdruck ausübt. Dieses Vorhaben von uns läuft zwar, es scheint zu funktionieren, ihre Loyalität schwindet, aber nicht schnell genug. Mutmaßlich, wenn wir ein dunkles Zeitalter bekommen hätten, hätten wir eventuell ein oder zwei Runden, wären wir nicht schnell genug gewesen. Wir wissen es noch nicht sicher, wir wissen noch nicht genau, was in drei Runden ist, aber ich mutmaße mal, naja, sind wir klüger, ja, dass dann alles wieder weg gewesen wäre. Und das ist schon heftig. Das wäre sehr, sehr heftig gewesen. Wenn alles gut läuft, haben wir aber ein paar Runden Manchester geknackt. Stadt gehört uns, Blumenkranzscheusal. Ade, leb wohl, farewell. So könnte es aussehen. Das ist die große Überschrift für heute. Ein paar Sachen müssen wir im Hinterkopf behalten. Hilfsanforderungen, noch 5 Runden Zeit, um hier Diplomatiepunkte abzugreifen, Gold hinzuschicken. Machen wir auch. Notfalls erinnert mich Matze daran, denn wir wollen ja einen Diplomatiesieg erringen. Stichwort Diplomatie-Sieg, Freiheitsstatue hier im Bau. Noch wenn wir das allerdings nicht ganz durchziehen. Wir wollen das ja unter anderem durch Rodung holen und durch große Ingenieure die Fertigstellung dieses für den Diplomatie-Sieg ganz, ganz wichtigen Weltwunders, weil es 4 Diplomatiepunkte bringt. Aber es ist halt auch im Bau das Mausoleum von Halikarnassos irgendwie. Irgendwo, glaube ich. Oder irgendwas anderes, was uns, glaube ich, beim großen Ingenieur mehr bringt, ne? Eine Ladung mehr. War da nicht irgendwas? Oder hatten wir das schon errichtet? Wie war das nochmal? Es ist im Bau. Es ist hier im Bau. Wir hatten den Tempel vorgeschoben und für Halikarnassos brauchen wir noch... Zwei Runden, das wäre zu früh. Und wenn das fertiggestellt ist,
Dann haben große Ingenieure eine extra Ladung und es wäre extrem hilfreich bei dem großen Ingenieur hier, der nämlich darauf wartet, im Augenblick mit 2 Aktionen, dann mit 3, die Freiheitsstatue schnell zu beschleunigen. Deshalb warten wir auch noch einen Moment ab. Das Mausoleum können wir natürlich jetzt schon fertigstellen, aber wir warten auch hier ab, bis der Epochenwechsel da ist. Wir haben gecheckt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit niemand anders das Mausoleum uns vor der Nase wegschnappt, wobei wir uns nicht ganz sicher sein können, weil es halt noch ein bisschen Fog of War gibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es bei uns klappt. Ja, wir pokern mal ein bisschen, wollen das erst nach dem Epochenwechsel fertigstellen. Dann müssen wir denken, dass hier oben ein Barbarenlager ist. Da rennen wir gleich hoch. Das ist hier, das wollen wir gerne fertig machen. Eine Möglichkeit auch erst nach dem Epochenwechsel, wobei es mutmaßlich schon gar keine Zeitalterpunkte mehr bringt. Und um die Spione kümmern wir uns hier. Geld wollten wir sparen für irgendeinen guten Zweck. Weißt du noch für welchen, Matze? Den Zweck, das wäre, glaube ich, der Zweck mit der Hilfsanforderung, genau. Dort Geldgeschenke zu machen an Kleopatra. Genau. Könnten wir auch gleich schon machen, wir können beim Moment auch noch abwarten. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, nichts Wichtiges bedenken im Augenblick. Habe ich was übersehen? Ich hätte vielleicht eine Kleinigkeit noch für Globulix, wenn ich darf. Dort haben wir ja gerade ein Projekt am Laufen für die Hilfsanforderungen, das erst in 8 Runden abgeschlossen wird. Die Hilfsanforderung ist aber in 5 Runden schon abgelaufen. Das heißt, dieses Projekt, da werden wir jetzt dann 5 Runden lang für nichts produzieren und es sind verschenkte Produktionspunkte. Wir wollen ja ein Projekt am Laufen haben wegen unserer Politikkarte, dass die Stadt mehr Druck ausübt, aber wir könnten uns da ein Industriegebietprojekt einstellen stattdessen, dann wäre es nicht vergeben. Sehr gute Idee. Weil wenn man das bis zum Ende durchzieht, bekommen wir große Ingenieurspunkte und da kann man immer profitieren, egal bei welcher Siegvariante. Große Ingenieure sind cool. Wenn man Glück hat, kann man mit ihnen ein Weltwunder fertig machen. Havok, liebe Grüße an dich und danke. Hat ein Abo verschenkt an Apokalypse Now. In der sehr witzigen Orthographie. Danke dir. Danke, Havok. So machen wir das. Das ist gut, dass du darauf hingewiesen hast. Sonst haben wir, glaube ich, an alles gedacht. Das Lager ist voll. Wir könnten mal gucken, ob wir Eisen oder Pferde verkaufen, weil die Lagerkapazität geradeaus durchgelaufen ist. Aber da gibt es im Moment fast keine Möglichkeit. Irgendjemand hat keine mehr. Das ist Gorgo. Gorgo hat keine Pferde mehr. Mit ganz viel Glück könnten wir ihr noch Pferde verkaufen. Aber sie will die noch nicht mal annehmen. Das ist, weil sie uns denunziert hat. Deshalb geht das nicht. Also da können wir nichts machen. Dann werfen wir noch einen Blick in unseren Stadtstatus. Überwiegend zufrieden. Mehr Annehmlichkeiten ist immer gut. Und bei den Ressourcen schauen wir uns an, was wir haben. Trüffel und Jade und Gips und Honig und Wein. Ist irgendwo eine Luxusressource drin, die man nochmal verkaufen könnte? Honig läuft im Augenblick nur an Kleopatra. Und das war's dann auch schon. Dann schauen wir einmal, ob wir jemand Honig verkaufen können. In Kleopatra läuft es bereits. Wir könnten überprüfen, ob Basilius uns eventuell den Honig abnimmt. Ich weiß leider nicht mehr, ob wir das letztes Mal schon hatten. Und er gibt uns 4 Gold für 30 Runden. Wir checken mal, ob wir Baumwolle haben wir selber. Wir checken mal, ob wir Elfenbein haben. Weil er hätte Elfenbein im Angebot, er hat keines. Elfenbein oder Geld? Ich bin für Elfenbein und du, Matze? Elfenbein finde ich auch sehr, sehr schick. Das wird unsere Annehmlichkeiten erhöhen. Hast du privat, ich habe das nur als Gerücht gehört, du hättest mal irgendwann irgendwie so einen Baby-Elefanten gehabt als Kind und ja, genau, das hat mir. Oh, jetzt. Es tut mir sehr leid. Ich wollte eigentlich. Oh, Scheiße, jetzt habe ich es verraten. Ich bin mit deiner großen Schwester in Briefkontakt. Und sie hat gesagt: Ich muss dich warnen. Ich muss dich warnen vor Matze. Es gibt ein paar Dinge, die weißt du nicht über ihn. Kleinen Babyelefanten gehabt, früher als Kind, und hat ihn dann notgeschlachtet, weil er meinte: Not im Mann, bei mir beim Taschengeld. Elfenbein brauche ich, will ich verhökern auf dem schwarzen Elfenbeinmarkt, auf dem Grundschulhof. Ist das wahr oder nur eine Geschichte? Ich sag mal so: Es gab da so ein paar Jugendsünden, die offensichtlich in Erinnerung geblieben sind, ja. Furchtbar. Ganz, ganz schrecklich. Bittere Geschichte.
So, Elfenbein versuchen wir zu bekommen. Das war bei Basilius. Der gibt uns 7 Gold einmalig und 2 für 30 Runden und legt dann noch das Elfenbein drauf. Das war ein sehr cooler Deal, das gefällt mir. Das ist klasse. Sehr schön. Fein. Danke, Basilius. Den werde ich übrigens spielen. Wobei, bei unserer nächsten Weihnachtsfeier, die findet ja bekanntlich statt am Sonntag, 13. Dezember, ab 15 Uhr, Civilization 6 Multiplayer Match. Ich gegen Matsu Mannix, der startet mit den Römern. Wir haben jeweils 2 Mitspieler auf jeder Seite. Habe ich ein paar Mal schon erzählt hier, auch innerhalb dieser Reihe. Wollte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen. Ich spiele dann Basilius und Byzanz. Die sind kürzlich downgegradet worden. Die sind ein Stückchen entwertet worden bei dem Community-Patch, beziehungsweise sie werden entwertet werden. Es kommt ein Community-Update, ein kostenloses, kurz vor Weihnachten raus, aber da erzählen Matze mal nichts und ich euch demnächst noch mehr Details zu. Die sind ein bisschen genervt worden, Matze. Genau, also es gibt ja viele, viele Balancing-Änderungen jetzt im nächsten Patch und da werden wir tatsächlich noch uns an der einen oder anderen Stelle im Spiel wieder etwas umgewöhnen müssen. Mhm. So, wir gucken hier mal rein. C-Cremer, danke dir für dein Abo. Zum 12. Mal, ein Jahr voll gemacht. Ganz liebe Grüße an dich, danke. Und auch an Bert Engel, danke auch an dich. 7 Monate und danke auch für den Lebenssatz von Bert Engel, den du dazu geschrieben hast. Liebe Grüße an dich. Das ist, glaube ich, für diese Runde fast alles. Eine Sache wollten wir noch checken. Wir haben haufenweise Gesandtenpunkte. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wir hatten das, bevor wir die Aufzeichnung gestartet hatten, mal ganz kurz im Vorgespräch schon gecheckt, ob es eine sinnvolle Verwendung gibt. Uns fällt kaum einer ein. Das Einzige, was uns einfallen könnte, wäre zu schauen, ob ein Stadtstaat bei uns in der Nähe ist, den wir unbedingt haben wollen. Mithla ist zum Beispiel, da ist Grogu suzerän und Mithla ist relativ stark. Teilweise bekommen wir allerdings auch hier auch so welche dazu. Forschungslabor dauert lange, das ist die dritte Stufe. Wir könnten die 4 Gesandte hier reinpacken, dann wären wir hier suzerän. Das könnten wir machen. Alternative ist einfach Gesandte sparen. Aber da ist die Frage, ob es gleich 4 sein müssen für Cahokia, weil in Cahokia haben wir ein Stück verballert, uns verballert und verguckt. Das ist ein super guter Stadtstaat für viele Annehmlichkeiten. Hier liegen wir nur ganz knapp vorne. Also es wäre auch eine Möglichkeit, dann ja, zumindest so 1 oder 2 immer auf Vorrat zu haben an Gesandte. 2 könnten wir rausgeben, aber so Suzerän könnten wir hier oder hier werden. In Preslav geht das schnell. Aber was hat Preslav im Angebot? Gar keine Luxusressource, die man dann bekommt. Einen Suzerän-Status hier zu haben, ganz weit weg von uns, nutzt uns nichts. Militärischer Stadtstaat ja, aber hat keine Leute drumherum, wo wir irgendwie hin müssen. Das ist vollkommen witzlos. Hier könnten wir auch mit 2 Gesandten Suzerän werden. Bei allen anderen bräuchten wir mehr Gesandte. Ich würde es so lassen, Matze Mannix. Ja, also wir verschenken dadurch tatsächlich Gold pro Runde, weil wir ja diese Politikkarte eingestellt haben, mit der uns jeder Gesandte ein Gold mehr bringt. Aber momentan sehe ich auch nicht irgendwie was Zwingendes, wo wir sagen, da wollen wir sie jetzt investieren. Und ich finde Cahokia ja auch super, super cool. Und den im Zweifelsfall für uns zu schützen mit zumindest ein paar Gesandten halte ich für sehr sinnvoll. Ich weiß, dass es Spieler bringt, die sowas auf die Palme bringen. Die sagen immer, alle Gesandten rausgeben, rausgeben, rausgeben. Und die bringt es erst recht auf die Palme, wenn man ein Gold pro Gesandten bekommt. Aber es kann einen auch auf die Palme bringen, wenn wir jetzt alle Gesandten ausgeben und nachher für Gehoke keine mehr übrig hätten oder für irgendeine Sache, die plötzlich auftaucht. Irgendein Stadtstaat, der irgendjemand erklärt uns den Krieg, direkt daneben ist jemand, da wollen wir unbedingt hin. Zumindest jemand vertreiben vom Suzerän-Status. Vielleicht Entdeckung, dass jemand Truppen aushebt, weil er Suzerän ist und Söldner auf den Hals schickt. Das kann man dann zerschlagen, indem man dann auf diesen Vorrat an Gesandtenpunkten zurückgreift. Also das ist so eine Art Versicherung und die ist uns auch ein Stück Geld wert. Also man gibt zwar 4 Gold pro Runde aus für diese Versicherung, aber sie schützt einen vor kritischen Situationen wie die, die ich gerade beschrieben habe. Insofern ist es nicht so, dass wir gerade nichts bekämen. Wir haben eine Versicherungspolice erhalten und dafür muss man zahlen. Eine Runde weiter. So, jetzt müssen wir Manchester beobachten.
Nee, war gerade nur, war gerade schon ein Rundenwechsel oder kommt der? Der war gerade gar nicht. Wir müssen erstmal ziehen. Der Missionar hier macht bitte hier ein Nickerchen. Jetzt kommt eine Runde weiter. Das Blumenkranz-Scheißerl hätte gerne mal wieder einen Friedensschluss. Oh, eine Naturkatastrophe. Bei uns in der Nähe ein leichter Vulkanausbruch. Und eher ein Geländefeld düngt. Da gibt es Schlimmeres. Und das ist direkt hier neben einer der beiden Städte, die wir haben am Wasser und wo das Mausoleum von Halikarnassos steht. Die besten Romanzen erblühen mitten in einer zünftigen Belagerung. Renaissance-Mauern baubar, wenn wir irgendwo wären und wir hätten Krieg, damit kann man ganz gut Städte schützen. Allerdings, falls diese Städte flippen, kriegt man sie auch nicht wieder so schnell zurückerobert, wenn dort, wenn eine Stadt frei wird und Festungen kann man bauen auf offenem Gelände. Etwas, was ich extrem selten mache, weil wir ganz selten nur so Schützengräbenkriege haben, wo man wirklich auf einem Territorium einen Punkt halten muss. Meistens sind wir ziemlich viel in Bewegung, also es liegt Ewigkeiten zurück, dass mal der Bau einer Festung richtig notwendig gewesen war. Naja, die kommt auch sehr spät im Spiel. Ich glaube, ich fände es cooler, wenn diese Festung schon früher im Spiel baubar wäre, von Bellingsinger her Mazzumen, weil man hat gerade auf dem höheren Schwierigkeitsgraden eigentlich früher im Laufe einer Partie Situationen, wo man als Spieler, als menschlicher Spieler noch nicht stark genug ist, um offensiv zu spielen. Und so eine defensive Modernisierung, die würde einem mitunter gut tun. Ja, das sehe ich genauso wie du. Also ich hätte sie auch früher im Spiel. Ich glaube, die Römer mit den Legionären, die können so ein Lager viel früher bauen, so als Spezialfähigkeit. Da macht es dann auch tatsächlich Spaß und Sinn, weil man dort noch im Krieg ist. Hier kommt das sehr, sehr spät. Ich baue sie selbst auch super selten bis gar nicht, muss ich sagen. Neue Forschung. Einer Bagult, die hat uns gerade angeschaut. Wir könnten auf Industrialisierung gehen, dann wissen wir, wo Kohle liegt. Wir können aber gucken, ob wir den Bonus noch freischalten mit den drei Werkstätten. Das bringt uns mehr Nahrung durch Plantagen. Hier bekämen wir Feldkanonen. Das wäre ein Upgrade für unsere Armbrustschützen. Das wäre auch cool. Dafür müssten wir erstmal zwei Festungen bauen. Dann würden wir drei Runden sparen. Oder man zieht das durch. Militärakademien. Das kann man natürlich auch immer machen. Und dann können wir Korps uns holen. Und mit den Korps hätten wir sogar eine Chance, also damit, dass man zwei Einheiten desselben Typs zusammenfasst zu einem Korps, damit und Armeen auch. Ach so, genau. Sag mal, können wir das schon? Konnten wir das schon vorher? Oder können wir das nur ab der Militärakademie? Ab wann kann man den Korps? Nee, die kann man hiermit, ne? Mit ab dem Nationalismus. Hier ist das. Dass der Nationalismus schaltet frei, dass man einen Korps bauen kann, also zwei Einheiten zusammengefasst desselben Typs auf einem Geländefeld, und das gibt uns die Möglichkeit, die dann billiger zu bauen. Und damit hätten wir auch eine Möglichkeit, die uns jetzt zu spät kommt, um Renaissance-Mauern zu knacken und solche mächtig verteidigten Städte wie die vom Blumenkranz-Scheusal, Matze. Genau, das wird dann alles wieder möglich. Also, wir gehen entweder auf Eisenbahn, dann können wir schnell hin und her flitzen. Ich bin aber dafür, Eisenbahn muss auch erstmal, braucht auch erstmal Kohle. Ich bin für die Industrialisierung. Ja, ich bin super gespannt, wo wir Kohle haben und das aufzudecken. Das ist immer eine der großen Freuden, finde ich, zu sehen, wo die Ja. strategischen Ressourcen liegen. Wir checken mal, wie viele Werkstätten wir haben. Ich glaube nicht allzu viele. Wir haben ja als Gallia das Oppidum, so heißt unser Industriegebiet. Und wir haben eine Werkstatt, also nicht die drei, die man braucht. Hier vorne haben wir eine Werkstatt im Bau. Das ist übrigens ein Punkt mit den Werkstätten, was sich mit dem nächsten Patch ändern wird. Da wird Achso. nämlich der Bonus, um dieses Heureka auszulösen, etwas abgemildert. Man braucht dann nur noch zwei Werkstätten und nicht mehr drei. Sehr interessant. In Oxford entsteht unsere zweite Werkstatt. Die sind drei Runden fertig. Wenn wir eine dritte irgendwo einschieben würden, hätten wir vier Runden, drei Runden gespart. Die müssen nur innerhalb von vier Runden fertig sein. Ich guck mal, ob wir nicht vielleicht hier eine einschieben, weil in Obudix, da hatten wir doch eins, da entsteht im Augenblick die Botschaftskanzlei. Die ist natürlich auch cool. Eine Werkstatt kann man bauen, die dauert hier 5 Runden, käme ein bisschen später, aber kann man machen. Da könnte man auch mal für eine Runde was anderes anforschen. Wie gesagt, mit drei Werkstätten sparen wir etwa drei Runden Forschung von den sieben.
Die Frage ist, wie wichtig ist uns die Botschaftskanzlei? Kann man auch später machen. Soll ich mal die Werkstatt vorziehen? Ja, ich würde sie vorziehen. Momentan haben wir halt nicht genügend Gesandte in den Stadtstaaten, dass sie dann diese Botschaftskanzlei noch mächtiger machen würde, als sie jetzt schon ist. Deshalb haben wir da noch ein bisschen Zeit für. Wir gehen hier rüber, nehmen die hier wieder raus und forschen mal für eine Runde was anderes an. Und ich ernenne dich hiermit zu meinem feierlichen Post-it-Zettel. Matsumanix, du musst mich in einer Runde dran erinnern, dass wir das wieder rausnehmen, bitte. Ja, lieber Chat, ihr erinnert mich bitte, ja, damit ich Daniel erinnern kann. Unfassbar! Gehe ich mal danach auf die Plantagen. Was es auch die Möglichkeit gibt. Genau, wenn man das mal so. Kann man alles, also weil hier haben wir schon den Brunus, da machen wir nichts mit falsch, wenn wir die jetzt mal anforschen. Bulwerk, Wassermühle steht. Nächster Schritt. Das ist eine der wenigen Theaterplätze, die wir haben. Das heißt, Amphitheater wäre eine Möglichkeit. Oppidum, hier oben baubar. Oh lala. Weltwunder, Chichen Itza ist hier uninteressant, weil kaum Regenwald da. Basiliuszentrale, Meerleonstourismus, Tundrafelder, das ist für uns alles Quark. Irgendwann brauchen wir demnächst Handwerker, noch nicht. Ich glaube, ich würde entweder das Amphitheater oder ein Oppidum bauen. Und das kann man beides begründen. Wir gucken mal, ob wir das Industriegebiet hier oben, die Mine hier oben ersetzen können durch eine andere. Ja, kann man problemlos. Ich würde hier das Oppidum jetzt platzieren, Matze. Das Oppidum hier platzieren. Haben wir das schon platziert? Doch, da unten ist es. Was meinst du? Ja, Oppidum finde ich total cool. Unser Spezialbezirk sollten wir machen. Nehmen wir den Pin raus und setzen es einmal hier hin. Ist in 4 Runden fertig. Was das Oppidum kann? War der nicht von Beginn an dabei? Unfassbar. Wer fragt mich denn so etwas? Leute, jedes Video auf YouTube gucken, jeder Stream dabei sein. Nicht im Nachhinein auftauchen, sagen, WB, erklär das zum x-ten Mal. Ich mach's aber trotzdem. Das hat mich, glaube ich, auch keiner gefragt. Ich tue gerade so, als ob mich das einer gefragt hätte. Nein, ich bin nicht verrückt. Das ist irgendwie... Mir fällt irgendeine Erklärung noch dafür ein, warum ich sowas mache. Ersetzt das Industriegebiet, bringt mehr Produkt. Es kostet nur halb so viel bei uns, unser Industriegebiet, das Oppidum, als die normalen Industriegebiete. Und wir haben es, man bekommt andere Nachbarschaftsboni, nämlich durch jeden Steinbruch anbei, plus 2 Produktionen, hier ist einer, und 2 Produktionen durch strategische Ressourcen anbei. Da haben wir hier, was entsteht denn hier oben? Das Handelszentrum haben wir auch noch nicht zu Ende gebaut. Das ist echt zu spät, jetzt ziehen wir das erstmal durch. Wir können ja schon mal das Handelszentrum danach nehmen. Jetzt ziehen wir das Oppidum auch durch. Ja, das Oppidum bringt nur 2. Ne? 2 mehr an Produktion. Weil strategische Ressourcen haben wir hier nicht. 2 mehr und wir haben 38. Dann würde ich sogar das Handelszentrum vorziehen, Matze. Wurde es nicht eben angezeigt, dass uns das 3 mehr bringt? Echt? Aber wodurch denn dann? Wir haben noch angrenzend Minen. Und, aber die Minen gelten noch nicht bei uns. Genau, die gelten eigentlich nicht beim Oppidum, aber durch unsere Spezialeigenschaft von Ambiorix geben die Minen selbst ihrerseits einen Bonus. Cool, natürlich. Ein Nachbarschaftsbonus für jede zweite Mine daneben. Und wir haben 1, 2, 3. Wenn wir hier noch eine Mine bauen, dann haben wir sogar den 4. Punkt. Sehr gut, danke dir. Hier hin, da bauen wir hier die Mine hin. Und dann lohnt sich das. Dann haben wir hier 4. Ja, trotzdem würde ich das Handelszentrum vorziehen, denn damit können wir kleinere Städte boosten. Und wenn wir hier mal einen Blick reinwerfen, dann ist das sehr attraktiv. Ich ziehe das einmal vor. Ich würde auch, wir aber können uns merken, dass wir da schon mal einen Handwerker hinziehen. Dann Industriegebiet, Logistik, fertig. Dann machen wir hier... Ich würde die Uni machen, Matze.
Oder das Aquädukt, aber Aquädukt haben wir, glaube ich, keinen gescheiten Platz. Das könnten wir hier kaputt machen. Das Aquädukt, wir haben schon Wasser, Süßwasser. Das heißt, das bringt uns zwei Wohnraum, mehr. Die bekommen wir dadurch. Und ja, das ist es schon. Zwei Wohnraum mehr, das wird uns helfen, damit Mod nix wächst. 7 Runden, wir würden das Feld hier oben mit dem Sägewerk zerstören. Und haben im Augenblick keine anderen Felder, wo man ausweichen kann, aber die können wir uns hier erschaffen. Wir machen das mal so, ich ziehe mal die Uni vor und dann das Aquädukt, weil im Augenblick ist das Wachstum, glaube ich, eh nicht möglich, ne? Weil die Stadt besetzt ist. Ich glaube, deshalb ist das Wachstum weg oder aus irgendeinem anderen Grund. Also das Wachstum ist tatsächlich nur weg, weil wir keinen Wohnraum haben. Es steht zwar da besetzt, ganz früher war es noch so, lieber Daniel, dann ist du vielleicht noch dran, wenn man eine besetzte Stadt hatte, dann hat die nicht kein Wachstum mehr gehabt. Vor dem Krieg? Das war noch vor der Einführung von Rise and Fall. Okay. War das in meinem Pickelhauben-Zeitalter oder davor? Genau. Ja, kurz davor, glaube ich, war das. Okay. Und das ist halt noch so ein Überbleibsel von diesem Besetzstatus von damals. Naja. Das ist jetzt mit dem Loyalitätsfeature geändert worden. Das waren noch Zeiten. Andere, ich vermute, die meisten von euch haben als Kinder auf dem Grundschulschulhof, was weiß ich, Cowboy und Indianer gespielt. Ich habe in meiner Schulzeit, es ist mir zwar peinlich, ich habe noch Deutscher und Franzose gespielt. Das waren noch Zeiten damals. Das waren Zeiten, Ende des 19. Jahrhunderts. Das waren Zeiten. Echt. Aber ich hatte so eine Hübsche. Ne? Also ich kriege das mit von meinen Urenkeln. Die sind ja mittlerweile so knapp über den 40 mittlerweile. Ich kriege mit, wie die haben so oft so coole Cowboyhüte dann auf. Die finde ich auch hübsch. Ich bin mit Pickelhaube über den Grundschulschulhof gelaufen. Fand ich auch cool. Ich habe irgendwo noch einen alten Holzschnittdruck noch davon. Mal gucken, ob ich den finde. Mal schauen. Oder irgend so ein Sepia-Druck. So ein Sepia-Foto. Könnt ihr mich als kleines I-Dötzchen sehen mit Pickelhaube. So, genug aus meiner Kindheit geschwafelt. Wir spielen gleich weiter mit Civ 6.